Oh, Jemini. Abri, abri, abri. Nein, nicht. War ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. Wohl, ne? Ich war 5 Tage Urlaub. Immerhin, ne? Wieder in Ostfriesland. Oh. Weißt du, lange ausschlafen, Spaziergänge, die gute Luft. Das war schon. Oh, hallo, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit meinem lieben Kollegen Claudio Mangescalco. So, jetzt aber ganz ernst. Ja, ganz ernst. Heute machen wir Musik erraten. Wir spielen euch Musikstücke in Slow Motion ab und ihr müsst erraten, was für Stücke es sind. Oh Gott. Wer es meint zu wissen, drückt den Buzzer. Oder das Schwanzchen. Und antwortet. Wir gucken mal. Die Musikstücke fangen langsam an. Wenn ihr es nicht wisst, werden wir immer schneller. Und wer es halt alles weiß, drückt halt drauf. Okay. Fangen wir mit dem ersten Stück an. Durch einen Meteoriteneinschlag? Das erinnert mich an was. Es war Freezer. Ganz großer Hit. Doch, es gab dieses Kind, das auf dem Planeten Erde gesandt wurde. Kennst du diese blöde Stimme? Ein Lunder. Kann sich leider nicht erinnern. Das war, ich kenne das nicht. Das hört sich wie deine Stimme. Du hast gebuzzert. Hilf uns bitte mal. Das hört sich wie seine Stimme an. Stimme an. Aber das kenne ich nicht. Jetzt das musst du das aber auf auflösen. Das war bestimmt kein Meteorideneinschlag? Nein, es war Freezer. Doch es gab dieses Kind, das auf den Planeten Erde gesandt wurde. Ein Low-Level-Krieger. Ein Saiyajin der höheren Klasse. Glaube ich nicht. Thra, bist du bereit? Dann zeige mir, was du kannst. Damals wurde ich ausgelacht, heute ist er nicht drauf gekackt, denn ich rappe heute noch. Das ist ein Schock gemacht, die ganze Zeit. Das ist dein Lied! Aufgestanden, mein Stolz hat auf die natürlich. Sorry, das war ein Insider. Für uns, ja, aber. Weil der Künstler steht mir nicht. Ja, bitte einmal ins Bild hier. Ich soll ins Bild kommen. Könnte ich bitte einmal kurz vorstellen? Das ist unser Künstler. Ich wollte mir ganz kurz irgendwie, sofern ich noch reinpasse, ich bin etwas breiter wie die zwei. Ja, das ich bin Thra, komme aus Tübingen, bin 29 Jahre alt. Ist hier auch im Internet zu erreichen. Richtig. Und es gibt auch meine Homepage, thramusic.de. Da findet ihr eigentlich alles, was so meine Person angeht. Ich habe mit dem lieben Santiago zusammen nämlich das Lied Stolze Krieger kreiert. Gibt auf Spotify das auch war... Gibt's auf Spotify zu hören. Und ja, bald kommen natürlich die nächsten Songs. Ja, und das wird dann also der Hit. Ja, ne? Das weiß ich. Es ist schon drin, also es läuft schon, ja. Es war die inoffizielle Werbung. Richtig. Vielen Dank und dann mal sehen, ob wir noch was anderes erraten. Und weiter geht's. So, wo sind wir jetzt? Ja, was war das Lied? That lives in the blue world and all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue corvette. Aber wie heißt der Titel? Weißt du? Ein dummes Schwein. Ich weiß nicht, wie das ist. Also ich kenne den Song natürlich, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich kenne ihn nicht. Der Song ist von Eiffel 65 und heißt Blue.
Blue. Ah, ja. Die Musik wusste ich, aber ich wusste nicht, das. Aber hätte das, das war jetzt das Entlande? Ja. Das war schwer. Also Leute, das ist echt schwer. Ja, ja, ja. Hättet ihr es gewusst? Aber jetzt hätte ich es gewusst. Dass ja, jetzt, wo man es normal hört. Ne? Wahnsinn. Aber ich weiß, wusste nicht, wie der Titel ist. Weiter geht's. Okay. Eine Reise ich nicht. Das ist so ein alter Schlager. Ja, 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 ja. Eine Reise in den Süden, ja, von die Frobels. Schwierig! Ist dann schick und fein, doch zwei kleine Italiener wollen gern zu Hause sein. Richtig, sehr gut. Ja, das muss ich dazu sagen, weil ich ja mit Santiago zusammen eine Show spiele, die heißt La Familia. Seit wie vielen? 15 Jahren? Wahnsinn. Ein Riesenerfolg, allerdings jetzt seit anderthalb Jahren nicht. No? Wegen Corona. Oh, ja, und da haben wir, sehen wir das ja auch. Ja, ne? Hoffentlich demnächst wieder. Das ist doch sogar, ne? Ja. Das ist dein erstes Lied. Wenn du nach am Anfang die, stimmt. Genau, wenn er auf die Bühne kommt, dann ist das das erste Lied, was Santiago singt. Ja, richtig, bald wieder. Genau. Wenn nach der fünften Welle dann, ne? Genau. Fangen wir dann wieder an? Ja, 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 ja. Oder nach also, der sechsten gesagt, Welle? Ist nicht, es ist nicht aufgehoben, es ist nur aufgeschoben. Nach der wir kommen wieder. Welle. Nach der siebten Welle dann. Hm.